Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem kleinen Grundlagenvideo Basiswissen Einsatzrecht. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Patrick Lärm und heute geht es mal um ein ganz grundlegendes Thema, was aber im Bereich der Polizei zum Beispiel, im Bereich aber auch generell der öffentlichen Verwaltung immer ganz wichtig ist, dass ich weiß, wie grenze ich eigentlich das öffentliche Recht ab vom sogenannten privaten Recht bzw. Privatrecht. Ich veröffentliche dieses Video sowohl auf meiner Playlist im Bereich ASOG leicht gemacht, aber eben auch im Bereich des Grundlagenwissens für die Bundespolizei. Das heißt, das ist verallgemeinerungsfähig und ist durchaus für alle auszubildenden Studierenden wichtig. Ja, das Recht. Wie kann man Recht einteilen? Es gibt verschiedene Einteilungsformen je nach Betrachtungswinkel. Hier soll natürlich im Vordergrund stehen öffentliches Recht und dann das Privatrecht. Manchmal nennt man das auch Zivilrecht. Privatrecht schaue ich mir gleich an. Schauen wir erstmal in das für uns so wichtige öffentliche Recht. Also wenn Sie jetzt bei der Polizei eine Ausbildung begonnen haben, beziehungsweise das Studium, dann bewegt man sich natürlich ganz überwiegend hier auf dieser linken Seite im Bereich des öffentlichen Rechtes. Und da zeige ich Ihnen gleich mal die relevanten Rechtsgebiete, wobei ich ja auch angedeutet habe, unten rechts, Punkt, 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 dass diese sich vermutlich noch sehr weit ausdehnen. Das sind nur beispielhaft die wichtigsten Rechtsgebiete. Man kann diese Rechtsgebiete ja auch noch einteilen. Schaut man sich nur mal das Verwaltungsrecht an, dann kann man natürlich das Verwaltungsrecht in einen allgemeinen Teil noch einteilen, in einen besonderen Teil. Der allgemeine Teil, der ist im VWVFG, im Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt. Der besondere Teil, da muss ich dann differenzieren, zum Beispiel im Polizeirecht. Da habe ich auch allgemeines Polizeirecht, besonderes Polizeirecht, allgemeines Polizeirecht, natürlich das Bundespolizeirecht, aber auch das ASOG Berlin. Und besonderes Polizeirecht bewegt sich dann zum Beispiel in anderen Rechtsgebieten, Waffenrecht, Ausländerrecht, ja, Gewerberecht vielleicht auch noch. Und was auch dazu gehört hier im öffentlichen Recht, ist das Strafrecht und Strafprozessrecht. Sie werden aber auch generell, wenn Sie jetzt mal juristische Videos sehen, werden Sie auch sehen, dass das Strafrecht manchmal als drittes Rechtsgebiet ausgeworfen wird. Das ist einfach deswegen so, weil das juristische Studium das Strafrecht auch besonders ausweist und da auch eben Klausuren geschrieben werden. Also man hebt das quasi zu einem eigenen Fach und hat dann drei Rechtsgebiete: öffentliches Recht, Strafrecht und das Privatrecht. Aus meiner Sicht kann man das so machen, wenn man da den Schwerpunkt sieht, aber das Strafrecht gehört natürlich zum öffentlichen Recht klassischerweise dazu, denn worum geht es in diesem Part? Es geht um das Verhältnis von Bürger zu Staat. Das ist nicht der Unterschied, beziehungsweise das Verhältnis von Hoheitsträgern untereinander. Ja, wenn ich mir mal gerade das Verfassungsrecht anschaue, wenn sich zum Beispiel der Bundestag mit dem Bundesrat streitet. Es geht hier, und das ist wichtig, um ein sogenanntes Über- und Unterordnungsverhältnis. Und hier ganz klassischerweise aus Sicht der Polizei verhält sich das so, dass der Bürger zum Staat im Unterordnungsverhältnis steht und der Staat sozusagen übergeordnet einseitig verpflichtend regelt, ganz klassischerweise durch belastende Verwaltungsakte im Bereich der Polizei. Stellen Sie sich gerne hier einen Platzverweis vor, stellen Sie sich gerne eine Identitätsfeststellung vor, egal ob es jetzt eine präventive ist nach den Polizeigesetzen BPOLG, ASOG oder vielleicht nach 163b Absatz 1 StPO beim Tatverdächtigen. Hier also grundsätzlich über Unterordnungsverhältnis, einseitig verpflichtende Regelungen, die der Staat treffen kann. Manchmal wirkt das so, gerade wenn man am Anfang sich mal mit der Materie auseinandersetzt, dass es irgendwie so ein rechtsloser Raum wäre und der Bürger ist dem Staat irgendwie ausgesetzt, kann sich nicht wehren. Natürlich, jede Maßnahme kann auch überprüft werden durch die Gerichte. Ist natürlich wichtig im öffentlichen Recht, im Bereich von
der Überprüfung polizeilicher Maßnahmen. Da spielen natürlich die Verwaltungsgerichte eine ganz wichtige Rolle. Details dazu findet man unter anderem in der Verwaltungsgerichtsordnung und insbesondere bei strafprozessualen Maßnahmen, aber auch im Strafrecht sind die ordentlichen Gerichte tätig und dort die Amtsgerichte und dort die Abteilung für Strafsachen. Na klar, es gibt auch weitere Gerichte, im Landesrecht, Amtsgericht, Landgerichte, Oberlandesgerichte. Wenn ich die Details wissen möchte, wer für was zuständig ist, dann kann man gerne auch mal in das Gerichtsverfassungsgesetz schauen, GVG abgekürzt, ist aber für die Polizei, der Instanzenzug ist für die Polizei weniger interessant. Aber da kann man mal ergänzend reinschauen. Genau, ich habe Ihnen auch hier die Rechtsquellen genannt im rechten Bereich und ich habe Ihnen auch hier mal noch Rechtsbeziehungen genannt, beispielhaft. Ja, da wird dann häufig auch mit Baugenehmigungen gearbeitet als Beispiel. Ja, klassische Über-Unterordnung. Da sieht man aber auch, dass es nicht nur immer belastende Maßnahmen sein müssen, belastende Verwaltungsakte zum Beispiel, sondern dass es auch darum geht, begünstigende Verwaltungsakte hier zu entscheiden. Aber eine Baugenehmigung kann natürlich auch Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt enthalten, also Eingrenzungen bzw. belastende Maßnahmen, die der Bauherr dann umsetzen muss. Ja, aber primär ist es dann so, gerade bei der Polizei, man trifft wenig begünstigende Maßnahmen doch eher von den normalen Ordnungsbehörden. Und da habe ich jetzt hier natürlich den Erlass von Polizeiverfügung klassisch nochmal erwähnt und auch im repressiven Bereich die Durchsetzung des Strafverfolgungsanspruchs des Staates. Ja, und da sehen Sie schon, alleine die Aussagen dazu, die Dauer der Aussagen deutet natürlich darauf hin, dass das für uns ganz, ganz wichtig ist. Wir bewegen uns sehr häufig im öffentlichen Recht. Und andererseits Privatrecht. Wofür ist das jetzt gut? Allgemeines Privatrecht. Das ist das Zivilrecht, was grundsätzlich unter den Bürgern untereinander gilt. Das sind ja Privatpersonen, natürliche Personen. Es können aber auch juristische Personen natürlich sein. Es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Rechtsgebieten, die sich im besonderen Privatrecht bewegt. Klassischerweise das Arbeitsrecht, Handelsrecht und vieles mehr, Bankenrecht. Und wofür ist das jetzt gut, beziehungsweise was sind da die Grundaussagen? Ja, regelt ein Gleichordnungsverhältnis, das heißt die Beziehung zwischen zwei und mehreren natürlichen juristischen Personen. Klassischerweise BGB habe ich jetzt links vergessen, allgemeines Privatrecht, BGB natürlich das klassische Gesetz mit mehreren Büchern, wo zum Beispiel der Kaufvertrag drin ist, wo zum Beispiel der Mietvertrag drin ist, der Arbeitsvertrag auch geregelt ist. Also da findet man sehr viel, was für das wirtschaftliche Zusammenleben essentiell ist. Was ist eine Willenserklärung? Wann wird eine Willenserklärung wirksam? Wann ist sie zugegangen? Welche Verträge sind denn null und nichtig? Ja, welche Verträge möglicherweise verstoßen gegen die guten Sitten oder gegen gesetzliche Verbote? Wann erwerbe ich Eigentum? Was ist eigentlich Besitz? Das ist sehr spannend, sehr spannende Themen, aber die Frage ist natürlich, bringt mir das was als Polizeibeamter, als Polizeibeamtin? Naja, man sollte zumindest mal diese Grundunterscheidung jetzt hier kennen und man sollte wissen, es gibt in den Polizeigesetzen eine gesetzliche Nebenaufgabe. Im Bundespolizeigesetz aktuell ist das der 1 Absatz 4, im ASOG Berlin zufälligerweise auch der 1 Absatz 4. Das ist der Schutz privater Rechte. Und diese Nebenaufgabe, da gibt es manchmal doch Verständnisschwierigkeiten. Was steckt dahinter? Ich hatte schon Videos gemacht im Bereich der Bundespolizei zum Schutz privater Rechte. Da können Sie, je nachdem, ob Sie jetzt Bundespolizist sind oder vielleicht doch eher Landespolizist, angehender Landespolizist, können Sie gerne mal in meine Videobeschreibung bzw. in meine Playlist schauen. Schutz privater Rechte hatte ich schon mal dargestellt. Werde ich eventuell noch machen fürs ASOG Berlin. Da geht es eben darum, wenn
ausschließlich private Rechte betroffen sind, sollten sich ja die beiden, die sich da streiten, auch vor Ort einigen. Einigen im Sinne von, dass man zumindest mal die Personalien austauscht und dass derjenige, der sich geschädigt fühlt, durch eine zum Beispiel fahrlässige Sachbeschädigung, Achtung, die ist nicht strafbar nach dem StGB, wenn sie sich nicht einigen können, würde dann die Polizei hinzugezogen werden, würde dann eine Identitätsfeststellung durchführen und nahezu jedes Polizeigesetz hat auch eine IDF-Befugnis zum Schutz privater Rechte drin und da geht es darum, dass die Polizei hier nicht vor Ort entscheidet und sich zum Zivilrichter aufspielt, sondern dass sie identitätssichernde Maßnahmen durchführt und dass derjenige, der sich mutmaßlich geschädigt fühlt, durch zum Beispiel eine fahrlässige Sachbeschädigung, die relativ leicht passiert, dass er sich dann zur Wehr setzen kann und dann später auch in Ruhe zu den Zivilgerichten gehen kann und dort, ja, einklagen kann, was er möchte, ja, Schadensersatz oder was auch immer. Genau, also das ist eine wichtige Fallkonstellation vom Schutz privater Rechte, die man sehen muss und da steckt auch sehr häufig dann ein Paragraph 823 Absatz 1 BGB dahinter, der Schadensersatzanspruch, wenn ich zum Beispiel eben fahrlässig das Eigentum verletze. 823 Absatz 1 BGB, auch im Bereich von anderen, sagen wir mal, Taten, nennen wir sie Straftaten relevant, das wird aber häufig dann überlagert durch die Prävention, durch die Repression natürlich. Und dann ist eben die Frage, wann, in welchen Fallkonstellationen bleibt ausschließlich dieser Privatrechtsschutz für die Polizei übrig, das macht sie so nebenbei. Und wie gesagt, das macht sie nur dann, wenn dieser gerichtliche Schutz nicht rechtzeitig zu erreichen ist. Merken Sie sich, es geht hier um identitätssichernde Maßnahmen und nicht um irgendwelche zivilrechtlichen Entscheidungen, die ich vor Ort treffen kann. Dazu fehlt mir erstens die Rechtskenntnis häufig und auch die Sachverhaltskenntnis. Dieses bürgerliche Recht, auch Zivilrecht genannt, das ist dieses allgemeine Privatrecht, BGB, das gilt für jedermann. Ich habe es schon gesagt, das Sonderprivatrecht regelt nur für bestimmte Personengruppen, vielleicht auch für zum Beispiel für die Kaufleute nach dem HGB irgendwelche Ansprüche. Und an den Rechtsbeziehungen und an die Rechtsquellen habe ich schon alles soweit gesagt. Wie gesagt, die Rechtsbeziehungen ganz unten, Kaufvertrag, Mietvertrag, Arbeitsvertrag. Das sind nur mal kleine Beispiele. Es gibt natürlich noch Dienstvertrag, Werkvertrag und noch einiges anderes mehr. Okay. Ansonsten sind hierfür dann, wenn ich Rechtsschutz haben möchte, die normalen, ordentlichen Gerichte zuständig, Amtsgerichte aufwärts. Die Amtsgerichte haben ja und alle anderen Gerichte ja dann auch, Landgericht, Oberlandesgericht, BGH, haben ja durchaus eine Doppelfunktion. Einmal sind sie Gerichte, die zuständig sind für das Privatrecht und andererseits aber auch Gerichte, die fürs Strafrecht wichtig sind, bedeutend sind und dort Recht sprechen können. Und für das Verwaltungsrecht, Stichwort Teil des öffentlichen Rechtes, da sind die Verwaltungsgerichte zuständig. Das wäre der Rechtsschutzweg, den der Bürger geht, wenn er sich durch den Staat, durch eine staatliche Maßnahme im Bereich der Gefahrenabwehr zum Beispiel beeinträchtigt sieht, dann geht er zu den Verwaltungsgerichten. Gut, ansonsten bin ich jetzt hier fertig. Ich wollte mal eine kurze Übersicht geben zu diesen beiden Rechtsgebieten. Sie haben aber auch schon gemerkt, schwerpunktmäßig bewegt man sich im öffentlichen Recht. Das Privatrecht darf man dann nicht unterschätzen, wenn man mal mit dem Schutz privater Rechte sich auseinandersetzt im Polizeirecht. 1 Absatz 4 BPolG, 1 Absatz 4 ASorG habe ich genannt. Dazu finden Sie nochmal, wie gesagt, ein Video, wo ich das auch schon mal aus Sicht der Bundespolizei erklärt habe. Die fahrlässigen Sachbeschädigungen sind nur eine Fallkonstellation, die da relevant sind. Es gibt auch noch sowas wie den Fund von Gegenständen, um den Eigentümer bzw. Besitzer vor Verlust zu schützen. Das ist meistens im Bereich der Sicherstellung enthalten. Bei der Bundespolizei ist das aktuell 47 Nummer 2 BPolG. Und was man eben auch noch als weitere Fallkonstellation sehen muss, ist der sogenannte Minderjährigen-Gewahrsam, der in den Polizeigesetzen auch immer drin ist. Denn wer soll eigentlich auf Minderjährige aufpassen nach 1626 BGB? Jetzt argumentiere ich mal mit dem bürgerlichen Gesetzbuch.
sind das die Eltern bzw. die sonst Sorgeberechtigten, die müssen sich eigentlich um das Kind kümmern und die Polizei macht das nur ausnahmsweise, wenn Not am Mann ist sozusagen. Ja, das ist der Gedanke des des Schutzes privater Rechte und dafür ist dann insbesondere in den Gewahrsamsvorschriften ein minderjährigen Gewahrsam enthalten. Genau, um also das Kind, was eventuell von zu Hause weggelaufen ist, auch in Gewahrsam zu nehmen kurzfristig und dann an die Erziehungsberechtigten zu übergeben. Hier nochmal die Gesamtübersicht, öffentliches Recht, Privatrecht mit diesen Teilgebieten. Wie gesagt, das ist natürlich keine abschließende Übersicht, das soll erstmal nur den Grundstock liefern und Sie sehen immer da, wo ich Punkte gesetzt habe, da ließe sich die Liste noch beliebig weiterführen. Ganz links noch eine Anmerkung zum Strafrecht, Strafprozessrecht. Ich habe es hier links und rechts dann unterschieden, habe links eher so sozusagen das präventive Recht hin dargestellt, rechts eher das repressive, den repressiven Bereich. Im Strafrecht finden Sie alle Straftaten. Nicht nur im StGB, sondern auch in vielen anderen Gesetzen, im sogenannten Nebenstrafrecht und im Strafprozessrecht vorwiegend, wie läuft der Strafprozess ab und vor allen Dingen auch die ganzen repressiven Maßnahmen für die Polizei, die sie im Ermittlungsverfahren auch anwenden kann. Okay, damit bin ich jetzt mit diesem kurzen Video hier durch. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es bringt Ihnen ein bisschen was als Überblickswissen, als Einstieg in das Polizei- und Ordnungsrecht bzw. in das Sicherheitsrecht und von daher schauen Sie gerne noch mal rein in die weiteren Playlists, die ich habe. Schauen Sie auch gerne mal in die Videobeschreibung und bleiben Sie mir treu bei weiteren Videos. Bis dahin.